Übung 41. Schwierigkeitsgrad Mittel. Dehnung der vorderen Brustmuskulatur im Liegen. Legen Sie sich am Rücken hin und geben Sie anschließend Ihre Hände nach oben. Versuchen Sie in dieser Position zwischen 20 und 40 Sekunden zu bleiben. Es kann sein, dass bei dieser Übung ein leichtes Kribbeln in den Händen auftritt. Variieren Sie in diesem Fall Ihre Armposition. Gesteigert wird die Übung, indem Sie beide Beine aufstellen und dann zur Seite legen. Ich starte mit der ersten Steigerungsform. Hinlegen, in der Position ankommen, beide Arme nach oben anheben und hinterm Kopf ablegen und diese Position halten. Versuchen Sie, Ihre Atembewegung Richtung Brustmuskulatur zu lenken. Als Steigerung können Sie die Beine aufstellen und zur Seite legen. Dabei sollten beide Schulterblätter auf der Unterlage liegen bleiben. Kommen Sie nun langsam aus dieser Position heraus, indem Sie beide Beine zurückstellen. Sie können die Arme kurz entspannen und ablegen und führen Sie die Drehbewegung der Beine anschließend zur anderen Seite durch. Arme nach oben legen, Beine zur Gegenseite, in meinem Fall nach rechts und die Position wieder für 20 bis 30 Sekunden halten. Lassen Sie Ihren Atem fließen. Kommen Sie langsam zurück aus der Dehnposition, indem Sie beide Beine in die Mitte bewegen, die Arme zurück auf den Bauch legen und die Beine wieder ausstrecken.